Patientin Kiana hat 24 Monate lang die lose Zahnspange Bionator getragen. Zahnärztin Nicole Lutze wird ihr heute eine feste Zahnspange einsetzen. Zunächst kontrolliert Nicole Lutze den Sitz des Bionators im Mund. Anhand der Röntgenaufnahme zeigt die Zahnärztin ihrer Patientin außerdem die aktuelle Stellung von Ober- und Unterkiefer sowie der Frontzähne. Im Anschluss überprüft Nicole Lutze die Bisslage noch einmal ohne den Bionator und erläutert Kiana den weiteren Behandlungsablauf. Zur Diagnostik und Dokumentation erfasst die Zahnärztin die gegenwärtige Kiefer- und Zahnstellung mithilfe des Intraoralscanners. Anschließend wird die feste Spange eingesetzt. Nicole Lutze klebt selbstligierende Brackets ein. Assistentin Eslem härtet den dafür verwendeten Kunststoffkleber mit einer Polymerisationslampe aus. Die Hightech-Brackets ermöglichen eine schmerzarme und hocheffiziente Behandlung. Um die feste Spange zu vervollständigen, setzt Nicole Lutze einen leichten Formfunktionsdraht ein, der die Zähne sanft in Position zieht. Mit ihrer neuen festen Spange wird Kiana eine optimale Verzahnung erreichen.